Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen DM Live Haul. Ich war jetzt gerade Essen shoppen und jetzt gehen wir zum DM. Wir haben ziemlich viel auf der Liste. Ich brauche so eine Rückenbürste, also so eine. Ich benutze sie nicht für den Rücken, aber ich benutze sie für Scrubbing, also auch für Rücken, also generell für Scrubbing. Die dürfen wir nicht vergessen. Dann haben wir noch für Adventskalender, muss ich ein paar Kleinigkeiten kaufen. Also wir haben Sachen auf der Liste, die ich auf keinen Fall vergessen darf. So, wir drücken mir die Daumen. Aber das heißt, wir gehen jetzt zum DM. Ich glaube, wir gehen zum Standard-DM. Nächstes Mal gehe ich zu einem anderen. Ich war etwas krank, das heißt, wir gehen jetzt zu einem anderen DM, also zum gleichen DM, damit es für mich nicht so anstrengend ist. Ich hoffe, es ist für euch okay, aber ihr seid natürlich mit dabei. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich freue mich schon, was wir alles finden. Stimmt, ich habe euch noch gar nicht Outfit of Today gezeigt. Ich habe diesen Mantel, diese extremely oversized Hosen habe ich an. Ich liebe die. Die habe ich bei Lindatrikot in Schweden gekauft. I love them. Und drunter habe ich so ein Hemd, das habe ich so gebunden. Und so sieht das eben unten drunter aus. Und dann haben wir sogar hohe Schuhe, sind aber nicht sehr hoch, also es ist für mich sehr angenehm, aber. Und dann drüber, damit ich nicht friere, damit ich nicht wieder krank werde, ganz dick eingepackt, aber yes. Aber jetzt gehen wir zum DM. So, my friends, wir sind da und es gibt schon ein bisschen Weihnachtsdekoration. Ich sehe hier gerade, dass es hier diesen Man-Adventskalender gibt und ich glaube, dass ich den nehmen werde. Guck hier nur. Und da ist er ja. Da ist der Katzen-Adventskalender. Der kommt natürlich auch mit. Die kommen beide mit. Logischerweise. Ich habe gedacht, sie haben ihn dieses Jahr nicht. Und jetzt bin ich so froh, dass ich ihn gefunden habe. Das heißt, die packen wir hier rein und los geht's. So. Gucken wir mal. Hier gibt es natürlich diese ganzen Weihnachtsgeschenke Aufsteller haben wir hier jetzt alles. Ich brauche auf jeden Fall, da ist sie, ja, erstes Ding auf meiner Liste, schon abgehakt, aber die sieht ein bisschen destroyed aus. Ich nehme eine von hinten. So, Perfection. Die gehen halt leider einfach kaputt irgendwann und ja, ich habe jetzt wieder eine gebraucht, weil meine ist einfach kaputt gegangen und das ist das Beste zum Scrubben. Ich lieb's. Ich gucke jetzt hier noch auf die andere Seite, ob hier irgendwas Spannendes ist. Pflegeset. Das klingt ja spannend. Was ist das? Duschgel und Bodylotion. Finde ich, klingt recht spannend. Aber ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt brauche. Warte, ich muss hier meine Waage auf die Seite stellen. So. Wie viele Leute vorbeikommen. Das finde ich ist auch Dream. Dream, a little dream. Ist auch süß. Aber ich glaube, wir machen das im nächsten DM Live Haul, weil ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe noch nicht ganz entschieden, was wer bekommt. Die ganze Geschenke-Hysterie habe ich noch nicht ganz durchdacht. Da fliegt es schon. Also das habe ich noch nicht ganz. Achso, das war wegen dem Ding. Ich bin nicht gut vorbeigekommen. Seife brauche ich nicht, ich möchte aber auf jeden Fall duschgehen. Ich finde auf jeden Fall, das finde ich cute, das nehmen wir mit. Davon nehmen wir gleich zwei mit, von diesem Vanille. Vielleicht kommt das auch in den Adventskalender, den ich selber mache. Und wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon Dezember, also ganz sicher ist schon Dezember. Das heißt, für mich ist noch November. Das nehme ich auch mit. Und ich glaube, nehme ich noch was mit. Das finde ich auch noch süß. Das kommt auch noch mit. Nehmen wir davon auch zwei Stück, nehmen wir davon mit. So, jetzt gucken wir gleich weiter. Da. Hier brauche ich irgendwas hier. Ja, brauche ich. Und zwar das. Das ist. Leute, ich werde das auch noch im Aufgebraucht sagen, aber das ist richtig, richtig nice. Richtig, richtig gut. Dann nehme ich gleich alle, die sie haben. Ja, so bin ich, aber sie hatten jetzt auch nicht mehr so viele. Vielleicht haben sie ja noch im Lager welche. Aber die kommen alle mit. Die sind richtig, richtig gut. Kommen alle mit.
dann gucken wir hier weiter, ob ich noch irgendwas hier brauche. Guck hier. Ich glaube eigentlich nicht. Ich meine, das interessiert mich. Das ist, ist mehr Sun Lotion, aber es ist Aloe Vera und Sonnengereiz. Ich habe zwar jetzt natürlich ist keine wirkliche sonnengereizte Haut, aber das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil es, finde ich, klingt sehr interessant. Das nehmen wir mit und wir gehen in den nächsten Gang. Ich schwitze mich hier gerade tot. Ich habe gemerkt, es ist ziemlich warm, also sehr gut für draußen, aber nicht so für drinnen. So, Cream Oil Body Lotion. Das klingt alles sehr, sehr gut. Aber ich denke gerade extremst viel, deshalb klingt das vielleicht so langsam für euch, aber ich überlege jetzt die ganze Zeit. Ich möchte auf jeden Fall so Gesichtsmasken. Das fände ich wäre auch voll cute. Das ist ja voll süß. Davon nehmen wir 3 Stück mit. Oder vielleicht, vielleicht will ich einen haben. Okay, die 4. wollte auch mit. Nehmen wir 4 Stück mit. Das ist voll cute. Das nehmen wir mit. Und was nehmen wir auch noch mit? Ich glaube, ich mag keine Peel-Off-Sachen. Das heißt, wir nehmen keine Peel-Off-Sachen. Was wir nehmen, ist das. Wir nehmen dieses Goldding. Da nehmen wir auch 2 Stück davon mit. Und dann gucken wir weiter, ob wir noch irgendwas nehmen. Diese Lippenpads mag ich ja so überhaupt nicht. Also ich finde die nicht so. Nicht so. Da habe ich lieber eine Lippenpflege wie jetzt so eine Lippenmaske. Ich glaube. Das nehmen wir noch mit. Das schaut ganz, ganz toll aus. Da nehmen wir gleich 3 Stück davon mit. Das nehmen wir definitiv mit. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich liebe Aloe Vera. Aloe Vera ist einfach, it's amazing. Jetzt gucken wir, ob wir noch, ich glaube, wir sind hier ziemlich durch. Schaut gut aus. So, gucken wir. Ah ja, stimmt. Genau, da würde ich gerne den Primer. Und dann nehme ich 2 von dem Primer nehme ich mit, weil den finde ich auch gut. Den habe ich zwar noch nicht, den habe ich ihm getestet erwähnt oder werde ich erwähnen. Aber ja, sehr, 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 sehr gut. Ich habe ihn vielleicht, ich weiß es nicht. Fragt mich nicht, guckt meinen Kanal durch. Ich kann euch nicht, ich weiß es nicht mehr. Hier sind auch ganz viele Geschenkboxen. So, Essens brauchen wir definitiv ein paar Dinge. Und zwar, ich gucke mal, ob meine Foundation da ist. 05. Okay, sieht so aus, als hätten sie keine 010. Sie haben keine 010. Das heißt, diesmal keine Foundation. Deshalb kaufe ich sie ja immer davor. Ich wollte gucken, ob wir noch irgendwelchen so einen Bronzer. Weil vielleicht kommt der in. Also entweder behalte ich ihn selber oder der kommt in einen. Ich nehme gleich 2 mit. Wir nehmen 2 von dem. Der ist super. Ich liebe den. Das ist ein großer Favorit von mir. Da kommen 2 Stück davon mit. Also das ist jetzt nicht alles nur Produkte für mich, wie gesagt, sondern das kommt ja in den Adventskalender. So, aber ich glaube, ist da sonst Eyebrow Gels habe ich eh schon. Gucken wir hier rüber. Da brauchen wir, glaube ich, auch. Nee, da intrigt mich gerade nichts. Guckt, da gab es so eine Cookies for Santa, was ich sicher richtig cute. Aber anscheinend hat sie sich auch sehr gut verkauft, weil sie ist leer. So, was ich auf jeden Fall haben will, ist das Puder. Das ist so, so gut. Ich muss mal gucken, ob es da. Ja, da gibt es nämlich verschiedene Farben. Das ist 10. Ich glaube, 10 ist die Farbe, die ich habe. Das ist auch 10. Gibt es nur 10? Vielleicht gibt es 2 Farben, ich weiß nicht. Gut, die kommen auf jeden Fall alle 3 mit, weil die sind mega, mega, mega super gutes Puder. Ich glaube, wir sind jetzt dabei hier fertig. Wir gucken mal weiter. Ah, BH Cosmetics.
Oh, guckt mal, das sehen ja cute. Das sind so Mini-Paletten, glaube ich. Schauen wir. Gibt's da keine Tester? Okay, man darf anscheinend nicht gucken, wie die aussehen. Da sieht man die Shades. Ja, das ist natürlich blöd, weil man würde gerne... Okay, da gibt es einen Tester, aber bei denen gibt es einfach keinen Tester. Das ist ein bisschen... It's a little bit blöd, aber gut. Davon kaufen wir momentan nichts. Was wir auf jeden Fall auch kaufen, ist Make-up-Sponges. Und zwar nehmen wir den hier. Ich glaube, wir nehmen 3. Ah, es muss aber der richtige sein. Ist das auch das... Das erkenne ich. Da muss man immer aufpassen. Es darf nicht der abgeschrägte sein. Weil der abgeschrägte ist, ups, nicht so gut wie der runde. Das heißt, wir nehmen von den runden so viele, wie ich hier ergattern kann. So. Drei Stück habe ich ergattern können. Die kommen alle mit, weil das sind die besten Beauty-Eier-Sponge, was auch immer, die es gibt, finde ich zumindest. Vor allem für Preis-Leistung. Also da sind sie einfach am besten. Jetzt gucken wir, ob wir hier irgendwas kaufen werde. Oder was in den Adventskalender kommt. I don't know. Sonst könnte ich es ja auch einfach für mich verwenden. Ist ja durchaus eine Möglichkeit. Ich sehe aber, dass sie mein Shampoo gar nicht mehr haben. Weil ich hatte ja diese orangene Reihe, weil ich habe letztes Mal die gekauft, aber ich hatte an und für sich die orangene, aber wie... Ich weiß nicht, seht ihr sie? Ich sehe nur da Traumlocken, aber... Ja, anscheinend haben die nicht mehr. Die mir am besten gefallen hat, hat sich am schlechtesten verkauft. Das ist... Oder war das die, die ich hatte? Es kann sein, dass es doch die war. Könnte schon sein. Was ist das? Magical Water. Langes, geschicktes. Ja, das klingt ja auch recht spannend. Ich würde sagen, wir nehmen 3 von denen, weil ich glaube, den packe ich in den Adventskalender. Da kriegt jeder so ein Pflegeding. Das heißt, das kommt auch mit. Und sonst, also Shampoo und so habe ich jetzt eh momentan genug. Also da brauche ich jetzt eigentlich nichts. Nee. Ich glaube, das passt so. Was ist das? Und zwar, was steht da? Aloe Vera. Aloe Vera Shampoo. Dann nehmen wir 2 davon mit. Das interessiert mich einfach so sehr. Das klingt ja interessant. Werde ich euch auf jeden Fall updaten. Klingt sehr, sehr spannend. Es wird schon etwas voller, als ich gedacht habe. Kann passieren. War nicht geplant. So, für den Matchy-Line kaufe ich dieses... Ah, doch. Wisst ihr, was ich kaufe? Zwar kein Essen, da freut er sich leider wahrscheinlich überhaupt nicht drüber. Aber ich brauche solche Tropfen für ihn. Weil er einfach zu viel mit den anderen Katzen herumhängt und die haben alle Flöhe. Und dann kriegt der kleine Matchy auch Flöhe. Und das ist nicht gut. Deshalb muss ich ihn eintropfen. Und die eine Packung ist jetzt leer, weil habe ich das letzte Mal ihn eingetropft. Und da brauche ich jetzt natürlich eine neue. Aber irgendwie finde ich da nichts. Okay, Leute, ich update euch, wenn ich es gefunden habe. Hab es gefunden. Hier ist es. Super. So, da brauche ich momentan nichts. Werden wir aber nächstes Mal auch kaufen. Tee wäre auch nicht schlecht. Überlege ich gerade. Ich weiß nicht. Lass es mich ein bisschen überlegen. Nee, ich glaube, das kaufe ich nächstes Mal. Wir verschieben viel auf nächstes Mal. Aber das machen wir momentan jetzt. Ich glaube aber an und für sich, dass wir alles so. So, jetzt wollte ich hier. Guckt, wie gut ausverkauft. Das ist ganz, ganz viel. Außer der Spekulatius. Davon gibt es noch sehr viel. Da haben wir jetzt fast alles schon getestet. Den Spekulatius. Steht da Spekulatius? Okay. Den Spekulatius von mir aus, den haben wir auch schon mal getestet. Das heißt, das ist alles Old News. Aber wir gucken, haben wir hier.
Das ist jetzt nicht wirklich, was ich kosten kann. Also überspringen. Ah, Lippenpflege könnte man auch. Das ist auch ein gutes Ding. Das ist ja cute. Das finde ich sehr süß. Das finde ich sehr süß. Das finde ich auch sehr cute. Ja, die nehme ich beide noch mit. Die sind sehr süß. So, jetzt gucken wir hier. Aber mich wundert es schon, das ganze Weihnachtsessen ist schon fast, ja, ist weg. Also es war wirklich nur noch der eine Aufsteller. Sonst ist jetzt, also das muss auf jeden Fall mit. I need that. Das kommt mit. Dann gucken wir. Ich dachte eigentlich, dass ich noch so Weihnachtssachen kosten darf. Aber anscheinend ist wirklich schon alles futsch. Und wir haben letztes Mal halt schon so viel Weihnachtssachen gekostet. Ja, zum Glück haben wir es letztes Mal gemacht. Weil sonst hätten wir jetzt nichts mehr. Aber hier ist auch gar nichts. Nee, hier ist auch kein Weihnachten mehr. No. No, no, no. Na, dann gucken wir. Ich weiß nicht, ob wie viel wir heute kosten werden. Weil, ich keine Ahnung. Ich finde, da gibt es jetzt nicht so viel Spannendes. Was ist das denn? Sind das so Chips? Nein. Was ist das? Protein Crunch. Warte, das muss ich mir kurz durchlesen. Okay, das ist mir zu mühsam. Sorry, Leute. Das muss man irgendwie einweichen. Und, boah. Also, ich bin... Das machen wir nicht. Was wir... haben wir die schon mal ausprobiert? Ich glaube nicht, oder? Haben wir die schon einmal ausprobiert? Die nehmen wir mit, auch wenn ich die... Ich glaube aber nicht, dass ich die schon mal ausprobiert habe. Das heißt, die werde ich in der Arbeit ausprobieren und euch zeigen. I'm excited. So. Da ist aber nichts, was jetzt eigentlich sehr... Weil ich will jetzt nicht irgendwie so kochen diesmal. Ich verweigere mich. Nächstes Mal kochen vielleicht wieder, aber nicht dieses Mal. Obwohl, das ist ja auch... Ich wärme es dann in Arbeit auf. Das ist das Einzige. Mmh. Den haben wir auch noch nie probiert, oder? Apfel-Mangosaft. Das klingt richtig gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist, finde ich, spannend. Dann weiß ich nicht, ob wir noch irgendwas da mitnehmen wollen. Haben wir schon mal einen Honig? Ich glaube, wir haben schon mal einen Honig probiert. Aber ich weiß es jetzt auch nicht. Wisst ihr, wir probieren das. Das habe ich noch nie probiert. Waldfrucht, Fruchtaufstrich. Wir probieren den. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Den nehmen wir mit. Also, würde ich sagen, den probieren wir. Sonst... glaube ich, bin ich sehr zufrieden. Also ich würde sagen, das kommt mit. Und liebe Leute, ich koste die Konfitüre, dieses Gemüseding und den Saft werde ich noch kosten. Aber wir sind jetzt fertig. Ich gehe zur Kasse. My friends, I have the bread. Ich werde das jetzt essen. Ich werde euch dann morgen, also dann für euch, für mich der nächste Tag, werde ich euch updaten, wie es geschmeckt hat. Werde dann auch den Reis, das Risotto und das Getränk auch noch kosten. Amazing. Aber ich werde mir das jetzt schmecken lassen. Yum, yum, yum. Meine Lieben, ich habe es gekostet. Ich finde es super. Ich mag es richtig, richtig gern. Ich mag generell die Fertiggerichte von DM Bio wirklich, wirklich gern. Ich habe schon die Pasta, dann habe ich auch das Risotto schon gegessen. Ich finde die super. Ich mag die richtig, richtig gern. Das ist auch richtig frisch. Es sieht, also meistens sehen diese Fertiggerichte nicht sehr toll aus. Also es sieht nicht so schön aus wie ein Bild. Aber es schmeckt gut. Es ist super einfach für die Arbeit. Du stellst es in die Mikro. Kannst es, glaube ich, auch im Wasser-Ding machen. Aber Mikro ist natürlich einfacher. Und dann ist es fertig. Super lecker. Daumen hoch. So, my friends, I'm gonna tell you about the Apfel-Mangosaft, sehr, sehr lecker. Hat mir wirklich, wirklich gut geschmeckt. Es schmeckt so nach Apfelsaft und dann aber nicht ganz Apfelsaft. Es schmeckt ein bisschen anders wie Apfelsaft. Und das ist eben die Mango, die dann durchkommt. Also ich fand es sehr, sehr gut. Also kann ich empfehlen, ja, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Dann kommen wir noch, meine lieben Leute, kommen wir noch zur Waldfrucht.
Fruchtaufstrich. Ja, voll gut. Super, total mein Geschmack. Nicht so süß, nicht, aber auch nicht unsüß. Schmeckt eben nach Waldfrucht, also nach verschiedenen Früchten gemischt. Richtig, richtig gut. Also kann ich euch nur empfehlen, es hat richtig, richtig gut geschmeckt. Auch dieses Risotto-Ding hat gut geschmeckt. Also definitiv essenstechnisch, definitiv ein Hit dieser Haul. Und so, meine Lieben, weil es so hitmäßig endet, sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!